Moin Moin, herzlich willkommen beim Faszien-Channel. Heute geht es um das Thema Schmerz in der Brust, so zwischen den Rippen. Wenn es da manchmal so zwickt bei dir, dann schau dir doch mal das Video an von heute. Auf geht's! Was genau ist jetzt eine Interkostalneuralgie? Kompliziertes Wort. Fangen wir mal von hinten an. Neuralgie heißt erstmal Nervenschmerz. Ja? Und kostal sind die Rippen und inter zwischen den Rippen. Also Nervenschmerz zwischen den Rippen. Ja, das heißt es im Prinzip übersetzt Interkostalneuralgie. Und Jan, komm mal her, wir gucken uns mal an, was da eigentlich los ist. Wir haben hier einmal unsere Wirbelsäule und was man hier ganz gut sieht, ist so komische Löcher. Ja, und diese Löcher sind auch tatsächlich in echt dort, denn das sind hier die Andockstellen, wo die Rippen dann den Brustkorb bilden. Ja, und gehen so nach vorne und bilden dann vorne am Brustbein den gesamten Brustkorb. Und damit das Ganze stabil bleibt, gibt es zwischen den jeweiligen Rippen auch immer nochmal hier so Muskulatur. Wenn jetzt also hier im Bereich der Brustwirbelsäule irgendwas verschiebt, dann verschiebt sich auch die Rippen bzw. auch die Rippen in Lage zueinander, denn die sind ja sehr wohl beweglich. Mit jedem Einatmen geht der Brustkorb ja auf, mit dem Ausatmen wieder zusammen. Und dazu müssen die auch untereinander verschieblich sein. Wenn das Ganze aber auf Zug kommt, weil hier eine Verschiebung ist oder man vielleicht auch noch in Kombination eine doofe Bewegung macht, dann ist diese kleine, zarte, filigrane Muskulatur manchmal sehr gereizt und beleidigt, was zu Schmerzen führt. Das ist im Prinzip die Ursache und dann zieht das ziemlich. Und da werden wir uns gleich mal am Probanden anschauen, was man dort machen kann. Gefällt dir das Video bisher? Dann klick gerne mal hier unten auf Abonnieren und auf die kleine Klingel, weil dann erhältst du eine Nachricht, immer dann, wenn das neueste Video jeden Sonntag online ist und du bist einer der Ersten, der das dann sehen kann. Lass uns weitermachen. So, was mache ich als Therapeut eigentlich dagegen? Ich schaue mir zunächst einmal die Brustwirbelsäule an, weil wir haben ja eben im Modell gesehen, dort fängt das Ganze an. Und dazu mache ich mir ein bisschen Öl hier drauf. Und komm mal ran, Jan, jetzt schauen wir uns einmal die Wirbel an, ob wir hier irgendwelche Probleme haben. Das schaut ganz gut aus, ne? Wenn jetzt hier zum Beispiel, so wie da, ein Wirbel verschoben ist, dann nehme ich mir den Punkt mal, merke mir den, greife um. Und das jetzt aus der Dorn-Methode. Jetzt werden wir den mal wieder in die Position bringen. Jetzt pendeln wir mit beiden Armen gegensätzlich vor und zurück. Genau. Und da merkt man schon, da ist ein Punkt, der ist schmerzhafter, ne? Ja, alles klar. Natürlich habe ich mir vorher einmal die gesamte Statik angeschaut. Wenn du nicht genau weißt, wie das geht, wie wir das machen, kann ich dir gerne mal oben das Video verlinken. Und da geht es halt auch um Beckenschiefstand und die gesamte Statik, die ich mir immer als Faszientherapeut als Erstes anschaue. So, jetzt haben wir das korrigiert. Und jetzt darfst du dich einmal bitte umdrehen, um 90 Grad, genau. Genau, setz dich hier gerne hin. So, jetzt gucken wir mal, wo ist der Schmerzpunkt sozusagen. Und gerne sind diese Schmerzpunkte direkt parallel zum Brustbein. Und wenn wir hier so Schmerzpunkte haben, dann kann ich manchmal auch wirklich spüren, dass dort eine Rippe irgendwie ja, nach vorne sozusagen geschoben ist. Und wenn das der Fall ist, dann suche ich mir den Punkt und lasse denjenigen auch nochmal pendeln. Genau, reicht, wenn du mit dem rechten Arm in diesem Fall pendelst und drücke sozusagen immer auf den Punkt drauf. Ist auch unangenehm, ne? Ja. Okay. Immer synchron, wenn der Arm nach hinten geht, drücke ich drauf. Okay, sehr gut. Was kannst du jetzt selber tun, wenn du dort auch schmerzhafte Punkte hast? Im Prinzip eine einfache Release-Technik, das zeigen wir dir jetzt.
Okay, was kannst du selber tun? Letztendlich ist es ja dieser Zwischenraum zwischen den Rippen, der Schmerz und wo die Muskulatur verkrampft ist. Und da kann man tatsächlich mit einer einfachen sogenannten Release-Technik aus der Faszienlehre einmal rangehen. Ich gebe dir mal einen Tropfen Öl. Gar nicht so viel, sodass du mal eben ein bisschen was hast. Verteil dir das ein bisschen, genau. Und such dir mal einfach den Schmerzpunkt, wo du ihn hast. Sehr gut. Genau. Und ja, vielleicht geht Jan nochmal mit der Kamera ran, dass man das auch sieht. Also zwischen den Rippen und gehst sozusagen dort rein und schiebst dann langsam in der Tiefe den Finger nach vorne, noch langsamer, ruhig. Wirklich so, dass es für dich angenehm ist. Und wenn ein Schmerzpunkt dort ist, dann pausierst du halt dort, wartest, bis der sich ein wenig auflöst und das Gewebe dich weiterlässt. Und so gehst du halt im Prinzip die Rippe lang, ja, so lange da, wo der Schmerz ist. Kann auch durchaus hinten sein, also im hinteren Bereich, dann brauchst du natürlich einen Partner. Oder auch im seitlichen Bereich. Das ist sehr individuell, wo der Schmerz nachher auftritt. Und die Übung kannst du dann auch zu Hause 2-3 Mal wiederholen. Und am einfachsten ist es tatsächlich immer, wenn du startest, am Brustbein startest und dich nach hinten durcharbeitest. Es sei denn, der Schmerz ist natürlich weiter hinten, dann muss man natürlich weiter hinten starten. Aber ansonsten ist es immer am einfachsten, hier das am Brustbein direkt neben dem Brustbein zu finden, weil man dort sozusagen ja eine Fläche hat des Brustbeins und dann diesen Zwischenrippenraum auch findet einfach. Das ist am einfachsten. Gut, die Zusammenfassung. Eine Interkostalneuralgie ist ein Schmerz, ein Nervenschmerz, der zwischen den Rippen stattfindet, nämlich in dieser kleinen Muskulatur, weil dort irgendwelche Probleme sind. Und meistens ist die Probleme aus meiner persönlichen Erfahrung, dass wir in der Statik ein Problem haben, die Brustwirbelsäule Verschiebung hat, also sowieso schon hinten auch Spannungen sind, die sich dann nach vorne auch ja, fortsetzen, eben einfach dadurch, dass die Rippe ja umläuft. Und man sozusagen zunächst einmal, ich als Faszientherapeut immer beigehe und erst einmal die Statik, die Brustwirbelsäule korrigiere, um die Spannung rauszunehmen und dann im Prinzip diese Zwischenmuskulatur, die sogenannte Interkostalmuskulatur, die zu versuche in die Entspannung zu bringen. Also die ist vorher gereizt, ich versuche die Ursache zu beheben und dann Ruhe reinzubringen in die entsprechende Muskulatur. Ja, das war es zum Thema Interkostalneuralgie. Wie gesagt, vorher alles ausschließen lassen. Erst wenn der Arzt nachher die Diagnose Interkostalneuralgie gestellt hat, macht es Sinn. Ansonsten bitte einmal Schlimmeres vorher ausschließen. Denn auch da könnte ja Herzinfarkt, Lungenembolie und alles mögliche Lungenerkrankungen hinterstehen. Das muss vorher natürlich ausgeschlossen sein. Viel Erfolg und wir sehen uns nächste Woche im Faszien-Channel. Ciao! Hat dir das Video gefallen? Dann lass gerne mal ein Like da. Und wenn du Fragen hast, dann freuen wir uns über Kommentare.